Guten Morgen, ihr Lieben. So, ich bin noch nicht sichtbar, ich bin noch in Schlafanzug. Ja, wir haben 5 vor 9. Jasmin ist sich fertig am Machen. Ja, die macht es für Kindergarten schon mal fertig, hat schon mal einen Ring an. Hier so ein Armbändchen. Hier noch ein Haargummi. Genau, und noch ein Haargummi, Das ja. hab ich gemacht. Das hast du gemacht, ja, das stimmt. Ich Ne? hab die Perlen gemacht. Und hat sie sich hier noch so ein süßes Kettchen angezogen. Ne? Immer für Kindergarten fresh machen, ne? Lass mal gucken. Genau, und dann noch so ein Haarreifen hier mit Öhrchen dran. So, die Katzen bekommen jetzt Futter. Die püngeln nämlich die ganze Zeit um uns rum. Hä? Wo sind die? Die sind ja gar nicht hier. So. So. So schnell ist Jasmin nicht. Die trägt die Schüsseln nacheinander. So. Hol mal schnell noch eine Schüssel. Und? Komm. Ja, du kriegst auch Teddy. Alle bekommen ihr Essen. Guck mal, du gehst weiter hier hin. Du gehst weiter hier hin. So, und stell mal dahin. So, jetzt haben die auch hier Frühstück. So, Frühstück ist auch eingepackt. Ein Fruchtzwerg für Jasmin und hier Gürkchen. Und sie hat sich eine Laugenstange gewünscht. Die muss ich halbieren, aber anders passt sie nicht hier rein. Das geht jetzt alles in die Kindergartentasche. Morgen haben wir unseren freien Tag. Morgen ist von. Mittwoch. Nee, morgen ist Donnerstag. Von Leichnam ist morgen. So, rein da. So, ich bin gerade mit meiner Tochter im Zimmer und hab mal die Tür aufgelassen. So sieht das dann aus. Immer, was machst du hier? Du fällst hier gleich runter, wenn ich dich jetzt hier so. Du bist eine, hä? Ja, Conny ist am Schlafen. Zum Glück kommst du da nicht dran. Ist überall Schutz. Hä? Ja. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben Mitte Woche, also mitten in der Woche. Ich hatte schon angefangen, aber nicht sichtbar. Also, ich Warte, ich hatte schon angefangen, nicht sichtbar. Was erzählst du da? Wie nicht sichtbar? Nein, ich hatte schon gesagt, ich habe gesagt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe, vergessen. Muss einfach sehen, wie steil ist das. Ich habe mich heute Morgen Jasmin schon Katzen gefüttert und so, genau. Ach, dann hast du aufgenommen. Ja, Ja, gut. genau, ich habe mich nur nicht aufgenommen, weil es ja noch aussieht wie Ja, sonst noch wie was. immer halt. So, und sie ist jetzt schick gemacht, ne? Für Sport. Sport. Ich muss auch einen Und Schluck grünen Tee trinken, damit ich in den Schwung komme. ja, ich werde heute mal einen Testlauf machen, bevor unsere Challenge losgeht. Unsere Nordic Walking Challenge. Allerdings, oh, mir tut schon wieder die Hand weh. Ich glaube, ich werde das aber ohne Stöcke machen, weil wenn ich die ganze Zeit was in der Hand halte, während des Laufens, dann würde ich, glaube ich, irre. Robert, Schlaf mach in die dir keine Finger ein. Sorgen, wir gehen eine kleine Runde. Ja, Nicht die, die ich immer drei gehe. Kilometer brauche ich noch. Was? Da ist ja für mich nichts, in 10 Minuten. Nimm mir gar. Ich gehe jetzt 1,5 Kilometer in eine Richtung mit und danach drehe ich um genauso. Was? Ich gehe ja nicht alleine. Doch. Meine Freundin war bestimmt heute Morgen schon. Ja, ich kann es ja auch alleine gehen. Naja, wir gehen jetzt los und dann melden wir uns gleich nochmal. Hat neue Kopfhörer, die nicht immer ausfallen. So, da hinten ist Robert, der ist mir dann doch ein bisschen zu langsam, weil ich jogge halt. Ja, und ich, hier geht halt walken. Aber Hauptsache laute Musik, ne? Was? Hauptsache laute Musik, da fast die Ohren platzen. Na cool.
Genau. Und schon, also Puste sind gerade mal 10 Minuten unterwegs. Ja, so, habe ich mal gerade mal eben ein Foto von mir geschossen, was ich ja nicht wollte. Hatte mein Handy nicht auf Video gestellt. Ja, ich bin jetzt alleine unterwegs. Robert ist auf dem Weg nach Hause. Und ja, es regnet. War ja klar. Und ich hänge jetzt wieder genau mittendrin. Wollen wir hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Weil ich habe nämlich noch ein Stückchen bis nach Hause zu laufen. Wenn es ist, ja Pech. Oh. Gerade zu Hause und jetzt fängt es richtig an zu regnen. Vorhin hat es immer mehr noch so, ja, ein bisschen Regen nur und jetzt voll Ölle. Müde ich zu, es bin jetzt. So, wenn ich jetzt die Mütze abmache, kommt meine Mützenfrisur zum Vorschein. Ich habe noch 22 Liegestützen an der Haustür gemacht. So, ich melde mich auch wieder zurück. Also ich bin natürlich auch schon länger wieder da, länger als Nicole auch. Ich bin ja nur 3 Kilometer gelatscht, also ziemlich genau 3 Kilometer sogar. Das war so eine kleine Testrunde für die Challenge. Also 3 Kilometer ist kein Ding. Ich muss nur gucken, ich werde das nicht täglich schaffen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Tage haben, wo ich mehr laufen muss. Deswegen, wir werden die Challenge ja so ausrichten, ist im Trailer, startet ja schon 90 Kilometer in 30 Tagen, so rum. Naja, und ja, ich kenne mich ja, denn auch, ich gehe morgen, dann gehe ich halt was länger und dann gehe ich halt was länger und irgendwann kann ich 30 Kilometer am Tag laufen. Also. Naja, so, ich habe uns Beier gemacht für nach den Lope. Dann habe ich gestern hier ein Brot gemacht, wieder in unserer Brotbackmaschine, die steht auch noch, weil die ist noch nicht sauber. Also vielmehr der Behälter, der muss dann sauber gemacht werden. Da mache ich einfach immer Wasser rein, lass das einweichen, weil dann braucht man nicht groß schrubben. So, und zwar ein Vital-Fit-Brot. Total lecker. Die haben nicht bei Rewe so coole Backmischungen für 70 Cent das Stück oder 79 Cent, bin ich mir jetzt unsicher. Und zwar alles so kleine hier. Und dann ist das immer ein Brot. Ne? Einfach Wasser rein, Backmischung rein, ballern und fertig ist. Dann haben wir jetzt Vollkornbrot. Den hatte ich Vital-Fit-Brot. Da habe ich schon 2 von gemacht. Die sind sehr lecker. Dann hier ein Sonnenblumenbrot. Dann hatten wir Kürbiskernbrot gehabt, war auch sehr lecker. Und ein Weißbrot. Also bis jetzt waren alle Brote davon sehr gut. Und ich komme gar nicht dazu, mal ein eigenes Brot zu machen, weil ich immer immer diese Fertigmischungen nehme. Die sind so cool und schmecken gut. Was soll ich da was eigenes machen? Naja. Hier ist Rasensprenger Numero 12 Milliarden. Habe ich heute bei Obi geholt. Ich bin mal gespannt, ob der vernünftig funktioniert. Macht auf jeden Fall sehr, sehr guten Eindruck. Dann habe ich mir noch so eine Haltung geholt, so eine Schlauchhaltung. Ja, dann habe ich ja so eine Aktion mit unserem Whirlpool gemacht. Und zwar habe ich die Pumpe, Originalpumpe abgenommen. Die Heizung ist ja zu teuer mit der ganzen Strom. Und habe das über eine Standardpumpe angeschlossen und die pumpen das Ganze auf diese Matte. Wir hatten ja so mal eine Solarmatte letztes Jahr geholt, die wir auf Gartenhausdach geknallt haben. Und da wird das Wasser durchgepumpt, dann heizt sich das schon mal mit den Sonnenstrahlen ein bisschen auf. Und dann kann ich zusätzlich die Whirlpool-Pumpe auch noch einschalten, notfalls. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein kleines Video zu machen, welche Adapter ich dazu gekauft habe, um das alles anzuschließen. Ein Problem habe ich immer noch, und zwar finde ich einfach keinen Adapter. Das ist für das Gebläse. Also das hier ist, um das Ding aufzupumpen. Das wird dann an den Gebläseanschluss gemacht. Und dieses Gewinde, die Gewindegröße, die finde ich einfach nicht raus. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, also ich habe schon 2 Zoll gehabt, war zu groß. 1,5 Zoll ist zu klein. Aber 1,75 Zoll weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Muss ich noch rumsuchen im Internet. Ich weiß auch nicht, ob das 1,75 Zoll ist. Das ist echt ätzend. Jetzt habe ich schon immer so Sets geholt. Hier so Schläuche. Da, 2 Stück, einmal 5 cm, einmal 4.
Und dann halt so einmal 2 Zoll in so einen Online-Shop, der war super günstig. Hier 2 Zoll, 2 Stücke, halt einmal für die für den Whirlpool-Pumpe und einmal für den Whirlpool zum Anschließen. Und das gleiche nochmal mit 1,5 Zoll, aber wie gesagt, passt nicht. Naja, also Wasser habe ich angeschlossen, das passt wunderbar. Habe ich auch eine geile Lösung gefunden, gibt es nämlich keine fertige. Ja, nur das Gebläse nicht. Naja, dann muckt jetzt so ein bisschen die Pumpe vom Whirlpool rum. Da ist wohl der Sensor irgendwie, ist da was hängen geblieben, der den Wasserfluss kontrolliert. Aber das hat erst funktioniert, nachher nicht mehr. Zur Not muss ich das blöde Ding mal aufschrauben, mir die ganze Schoße wieder anschauen. Wieso sollte auch alles einfach so funktionieren? Aber das kommt mal in einem eigenen Video. So, mal Salz ist heute gekommen. Ich muss heute Salz in den Pool reinpacken. 2,5 Kilo ist ja nur ein ganz kleiner Pool. Dann wird die Pumpe 24 Stunden laufen gelassen und danach kann ich auch diesen Salzfilter mitlaufen lassen. Da muss ich auch nochmal in der Anleitung gucken, wie lang und was das ist. Da muss man ganz genau einstellen. Und dann brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Kein Chloren, kein Kristallklar, keine Tabletten, ja nichts. Einfach Salzfilter und man hat einen schönen Pool. Sehr geil. Und man stinkt nicht nach Chlor oder reizende Haut oder irgendwas. Nur halt salzig. Sehr, sehr cool eigentlich. Sehr pflegeleicht. Kriegt man auch nicht im Baumarkt. Die wissen auch wieso, weil den kauft man nämlich den ganzen chemischen Scheiß nicht mehr. So ist das, ne? Schön natürlich auf Salzbasis, anstatt den ganzen chemischen Cocktail reinzuballern, damit man den ganzen Pool immer stabil behält, ne? Weil da verdienen die ja kein Geld mit. So, Eisklar. Ich mache mal weiter. Ich habe mich gerade hier in unserer WhatsApp-Gruppe die Nordic Walking Challenge Trailer Jedüns reingepackt. Mal gucken, was die alle davon halten. Mal gucken, ob sich auch wirklich Leute auf den Trailer melden. Ich werde den jetzt mal hochladen. Bis später. Ja, hast du jetzt angemacht. So, Nicole ist gerade mit der Bea am Quatschen. Genau, mit der Bea. Flower Power, genau. Wie aka Flower Power. Ja, sagt man das nicht so? Oder ist das andersrum? Nee. Ja, was weiß ich. Flower Power, die liebe Flower Power. Genau. Frau Flower Power. Siehst du, Bea? Ich bin jetzt mit dir hier am... Müsst ihr am Video sehen. Nö, das ist die Flower Power. Genau. Ich schreib dich gleich nochmal an, liebe Bea. Ja, ja, hallo ihr Lieben. So, unterwegs genau, springen wir alle zur Arbeit. Genau. Ich habe richtig Farbe vom Laufen. Ich wieder Ruhe zu hoch. Richtig, die frische Luft wird richtig gut. Da sieht man so auch auf der Haut. Meine coolen Kopfhörer hier. Die brauche ich dann gleich. Ich muss nämlich noch 2 Stunden jetzt noch im Brillengeschäft arbeiten und so. Und dann bin ich durch. Dann brauche ich Montag erst wieder. 2 Stunden Freiheit. Ja! Genau, echt. So, und ja. Ich habe gerade das Workout, nee, nicht Workout, wie heißt das? Nordic Walking Video rausgebracht. Und mal ich habe mich fertig gemacht. Mal gucken, wer sich meldet. Wäre cool, wenn da ein paar Leute mitmachen. So 2-3 Stück oder so. Muss ja nicht viel sein, aber wäre ganz lustig. Bin mal gespannt. Also ich glaube, 90, das hört sich wenig an, 90 Kilometer in 30 Tagen. Also 3 Kilometer am Tag. Aber 90 Kilometer in 30 Tagen? Ja. Aber man braucht ja nur mal 1-2 Tage nicht gehen und dann hat man ja direkt wieder einen Batzen vor sich. Ne? Also wenn man jeden Tag 3 Kilometer geht, ist das ja alles kein Ding. Aber wenn man mal 1-2 Tage steifen lässt, dann haben wir schon direkt ein Problem an der Backe, ne? Bin mal gespannt. Ja, musst du erstmal halt alles nacharbeiten. Ja, ich kenne mich ja. Ich bin ja immer so, ne? Immer so auf den letzten Drücker gebe ich einen Vollgas. Auf den letzten Drücker gebe ich einen Vollgas. Die letzten 10 Tage 9 Kilometer am Tag oder so, oder? Wahrscheinlich. Einen Tag vorher habe ich schon 30 Kilometer oder so. Ja, genau. Dann setze ich mich in ein Auto und fahre Schrittgeschwindigkeit. Ja, ja. Die Ampel wird rot. So. Obwohl, gib mir das doch 90 Kilometer. Genau, ich nehme Nicole einfach mal mein Handy mit und ich tippe mir dann schön Bier zu Hause. Ja, genau. Die laufen, Marie. Fällt auf, du bist viel zu schnell, du musst dann langsamer laufen. Das stimmt, ich bin ja auch walking, ich gehe joggen. Ja, ich bin eher so Walking Dead. Da hast du gesagt. So,
Alles klar, dann melden wir uns gleich nochmal. Ja, heute Abend sind wir übrigens bei meinen Schwiegereltern. Genau, die haben uns nämlich eingeladen zum Grillen. Zu die Kleine ist auch dabei. Die Kleine ist auch dabei. Genau. Ach genau. Ich wollte noch. Ich wollte einen Eierlikör machen für meinen Schwiegervater. Eierlikör. Und zwar ein Eierlikör mit Uso. Achso. Haben wir Uso zu Hause? Ich wollte das mal probieren, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Mach ich gleich mal zu Hause. Das ist auch mal voll geil. Ne? Manchmal kriege ich hier immer voll die Kiste. Dann denke ich mir, wieso? Oder? Du musst das dann wieder so machen. Stimmt. Ich manchmal Panne. Ja, genau, so ein Stopp. Manchmal? Vorhin habe ich das so gemacht. Also, Panne ist falsch. So. So, jetzt mal 2 Stunden und dann habe ich aber endlich Wochenende. So. Ich muss ja heute auch nicht in der Bäckerei. Aber was krass ist, wir haben heute das erste Mal Regen. Also ich muss das erste Mal den Rasen nicht selber gießen. Es ist mir erstmal aufgefallen, wie lange es nicht mehr geregnet hat. Schon super krass, ne? Mhm. Der liegt doch schon eine Woche. Wie lange liegt der denn schon? Länger als eine Woche. Ja, anderthalb oder was, ne? Mhm. Haben die 14 Tage schon fast oben. Nein, muss bald Rasen gehen, hör mal. Ich musste mal ein Video gucken, was ich halt gemacht habe. Aber ich habe ja die Videodatei, da steht ja das Datum drin, wann die erzeugt wurde. Genau, und jetzt bis gleich. Schreckschraube wieder abgeholt. Da ist sie wieder. Der Tag ist gelaufen. Da ist sie wieder. Der Kofferraum ist aber nicht sauber, ne, Monsieur? Ja, ja, ja. Du hast auch immer was zu kacken. Ja, hab ich. So. Dafür bin ich da. Wann driven wir denn zu deinen Eltern? Um Sexe. Sex? Sex! Okay. So, wollten wir mal eine Brille hier schrubben. Guck mal, jetzt ist alles ab. Ja? Ja, ich habe mal gefragt, ob wir das mal machen können. Na, wurde dann sauber poliert. Ich hatte nämlich hier so ein paar Stellen, das kommt halt schon mal vielleicht Haarspray, benutze ich nicht, aber vielleicht vom Spitzen oder so Ablagerungen. Kann man drauf, ist ja gerne so, hier nimmt das ja an, hier das Plastik, ne? Was ist das Plastik, keine Ahnung, Kunststoff, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt schön wieder am Glänzen. Und, hast jetzt alles scheiße geputzt, weil du nichts gesehen hast? Nee. Ich sehe ja noch was, so ist das auch nicht. Ich hatte die 15 Minuten, hatte ich die nicht. Das Schlimmste habe ich schon gemacht, wenn das Bier wo ich die Brille für brauchte. Ne? So, jetzt gehen wir mal Madame aus dem Kindergarten holen. Ja, genau. Ich muss in der Höhle, dann muss die Mama ja noch eine Königslotwisch. Ja, genau. Und heute ist ja die Mittwochstüte. Genau. Da gibt es Brötchen und Brot und Teilchen und was weiß ich alles. Genau. Muss ich der mitbringen, brauchen ja für heute Abend Brötchen, ne? So, wir sind auf dem Weg zu meinen Eltern jetzt. Hallo. Hallo. So, schwer bepackt, noch Sachen von Höhlen geholt, Sachen zum Schlafen. Wir übernachten ja heute bei meinen Eltern. Ich wollte so, jetzt wir sind jetzt bei meinen Eltern. Hi Mama. Hi. Na? Aber den hat er Pech gehabt. Hey. Na? Ja. Was denn? Guck mal. Was denn? Wollt ihr ein Foto von mir machen? Ich seh jetzt mal. Ich sehe so doof aus. Du siehst nicht doof aus. Ich sehe nicht doof aus. Nö, Quatsch. So, schmeiß mal alles hier hin, ne? Genau, schmeiß einfach in der Ecke, sehen wir nicht so aus. Schmeiß einfach alles in der Ecke, sehen wir nicht so aus. Oh, Buffet ist eröffnet. Ja, ja nicht ganz, ne? Ja, klar. Oh, das sieht aber lecker aus. Was ist das denn, Mama? Ist das Lachs? Nee, das ist kein Lachs. Was ist das denn? Das ist mit Basilikum. Ja. Basilikum und mit Tomate. Okay. Nein. Das habe ich ein bisschen noch mit Knoblauch gefüllt. Ein bisschen noch mit Knoblauch, jede Menge Knoblauch. Wir sind ja voll die Knoblauchfans. Eine Gurkensalat, so einen gemischten mit Feti-Käse und wie heißen die roten Teile nochmal? Kidney-Bohnen, Knoblauchsoße. Ja. Und Schlüssel lege ich mal dahin. Veta-Käse, auch glaube ich. Ne? Das ist auch Veta-Käse, ne? Das ist Veta-Käse. Genau. Und leckere Knobi-Baguettes. Oh cool, von Oma. So, hier ist der Balkon von meinen Eltern. Haben die direkt hier voll eine mega große Wiese. Und hier ist Robert.
Boah, wo ist der Bierflausch? Da ist mein Papa. Genau, wir grillen ja da. Ja. Alles süße Blümchen hat meine Mama hier bepflanzt. Guck mal hier, den Marienkäfer, ne, Mama? Mmh. Ne? Ja, da hinten ist unser Auto, genau. Ne? Hier hängt so ein alter Kalender von 2018. Da haben wir so Bilder reingemacht. Und da war da, wo ich noch schwanger war mit Jasmin. Boah, Wahnsinn. Ach da, das sind mein Bruder und ich. Kommt dann nach. Ach, das bin ich, genau. Da war ich noch etwas kräftiger, ich sehe das im Gesicht. Oh, blond. So, und das Rot mit der Brille, die haben wir mal gefunden, die Brille. Dann haben wir die sauber gemacht. Und da hat der voll die, wenn man die anhatte, ich weiß gar nicht, ob Robert die noch hat, hat man da voll die Riesenaugen. Das ist so geil, echt, ey. Machen wir mal wieder das drauf, wo ich schwanger war. Oh, ich weiß das noch, das war so schön. So, Robert kann schon futtern. Fleisch ist fast fertig. Oh, danke, Robert. Hey, Finger weg. Finger dran, Finger ab. Ja, genau. Lecker, ne? Oh, ja. Ein bisschen Knoblauch. Und die Mama hat ganz leckere Brote. Ja, da ist wirklich ein bisschen Knoblauch. Für Mama das Würstchen, ne? Mhm. Ganz leckere Brote hat die im Backofen noch, Robert. Ja. Oh. Ich weiß, Knoblauch. Habt ihr noch einen geklaut, Robert? Was hat denn hier? Das ist Knobisoße. Warte, ja, Knobisoße. Wie lange habe ich schon? Jasmin hat die Brötchen geholt. Oh, die sind aber lecker aus. Guck mal, Robert. Ja, schon zwei Wochen, ne? Jetzt Robert, ja, guck mal, das da. Das ja. Orange da. Voll cool, ne? Das ist jetzt heute das der mit Tomate und Basilikum. Ah, okay. Gefüllt mit Butter und Knoblauch. Ja, sieht auf jeden Fall lecker aus. Das sieht doch lecker aus. Jasmin, auch ein Brötchen? Ja, mit Butter. Ja. Der Robert findet die Musik so toll. Ich bin in der Hölle. Da hilft nur Bier. Ja, der Robert hat vergessen, den Eierlikör zu machen. Ja, genau. Das bin ich. Ich habe schon früh angefangen mit der Sport. Auf den Heimtrainer. Hör mal, da war ich glaube ich 13. Ja, 13. Guck mal, morgens früh vor der Schule habe ich angefangen. Guck mal, ich schon sportlich. Kennt ihr noch? Captain Jack Drill Instructor. Ich hasse die 90er. Ich find die geil. Do you really want to be so, jetzt geht's. Moment, kriegt die Krise. Drecksmucke. Ich hab's auch für den Scheiß hier. No, no. Ah, nee, doch nicht. Ey, das ist zu leise, Papa.